Oh oh. Ich höre. Die Bibliothek sichern. Lass sie nicht zu Sullivan. Ja, Sir. Der Alte ist im Osten des Anwesens an der Arbeit. Wir hätten ihn gar nicht mitnehmen sollen. Ich trau diesem Typen nicht. Ja. Granitchen. Was sagst du dazu? Da ist er! Alter Schwede. Hallo? Spaßig. Sind die jetzt weg? Nee. Ja, Uschi hat wieder verraten. Nein! Da sind sie! Richtig. Er ist da drüben! Oh oh. Ah. Lass mich raten, ich komme hier nicht mehr hoch. Alter, was? Boah. Da drüben! Schön in die Sicht. Das war's dann wohl. Weiß nicht. Komm schon raus. Okay. Ich da unten bin auf jeden Fall. Wie meint das? Tja, da gibt's ja keine Deckung. Er ist da drüben! Alter, ein Schuss. Ein Schuss und ich bin weg. Krass. Ach du Kacke. Ja, ist schon. Ist schon klar, ne? Dass man in Bewegung bleiben muss. Alter, ich bin so ein Gimp mit dem Analogstick. Und wenn die Typen sich denn noch so krass bewegen. Tja, wie meintet? Ja, ich kann hier bloß Hechtrollen machen und allem drum und dran, aber. Da lege ich ja keinen Feind rum mit. Das ist das Problem. Ich kann zwar Nahkampfangriff machen, aber wenn der andere Typ dann schießt, dann haben wir ein Problem. Mann, wie meint das? Was? Hey! Hinterher! Ist da drüben! Los geht's! Ja, die nimmst du selber mit. Ja, mit Granaten könnte ich vielleicht noch arbeiten. Könnt ihr einfach mal eine hinschmeißen da? Und dann runterspringen. Richtig. Lustig, lustig, tralalala, lalala. Ich mach dich alle! Alter Schwede. Wenn die Granate hat zwar nicht... Okay, jetzt nehme ich den M4. Die Granate hat irgendwie überhaupt nichts gebracht, aber... Haben es mit wild rumrennen geschafft. Was ist denn hier? Schön. Nee. Mit 7 Schuss brauche ich nicht anfangen. So, wird hier sicherlich lustig weitergehen. Ich weiß, ich auch. Finden wir Sullivan, dann hauen wir ab.
So, da gibt es erstmal Munition, wa? Nö. Jetzt! Wo denn? Ach, da hinten seid ihr. Die sieht meine eigene Deckung noch weg. Nee, du schießt da hinten mit Schrot und triffst mich? Verteidiger für... Wo ist eigentlich Uschi? Hallo? Uschi flankiert. Oh, oh. Nein. Weg! Alter, ich bin so ein Gimp, Junge. Tessny, hey. Oh. In Ordnung. Die Typ mit dem Zielfernrohr, mit dem Laservisieren wieder da. Und von der anderen Seite ran gehen. Au, 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 hier sind ja auch welche. Da oben. Also von links, von rechts. Da oben ist noch einer. Nein! In Ordnung. Er sagt immer in Ordnung, es ist nicht in Ordnung. Ich muss mal Munition sammeln gehen. Das ist echt krass mit dem Analogstick zu schießen. Ich finde immer Leute bewundernswert, wenn die hier so Shooter, wie ich hier Call of Duty, also Call of Duty, ja, was wie ich im Multiplayer zocken. Ich weiß nicht, wie die das machen, wa? Jetzt hier nicht drin. Da ist der! Ah! Deckung. Falsche Seite. Das war's schon. Das sieht mir noch aus, Victor. Warte mal, das muss ich erstmal anders gucken hier. Bevor ich überhaupt irgendwas mache. War der hier ganz alleine? Naja, hab ich mir schon fast gedacht. Trotzdem gucke ich mich hier um. Okay.
Da müssen wir hin. Dann darüber. Keine Ahnung, ob ich das schaffe. Mal so schräg ranspringen, weiß ich nicht. Doch. Aha. Uschi macht das jetzt nach, oder was? Nee, wollte gerade sagen. Oh, das ist natürlich hier, ja. Nicht denn da? Munition? Ich sehe, wo ich hin muss hier. Runter sicherlich nicht. Keine Ahnung. Da kommen wir sicherlich nicht runter, rüber. Also werden wir hier falsch sein. Das heißt, wir müssen hier lang. Will er da hinspringen? Darüber? Bringt ja nichts. Wo? Okay, also das ist auch Quatsch hier. Wir sind da lang, da lang. Ich vermute mal, wir müssen da hinten. Wir müssen da rin. Ah, da geht's nicht rin. Nö. Was ist hier? Auch nichts. Hä? Das ist aber ein bisschen komisch jetzt so. Wollen wir mal testen, wo er da hinspringt? Hier waren wir mal noch nicht, oder? Aha. Was macht denn der da? Warte mal, hier muss man den Pad auf den Tisch legen. Okay, das scheint nicht. Aber das Ding mörderlich vibriert. Das scheint nicht zu funktionieren. Machen wir ihn jetzt. Das muss funktionieren. Geht ja nicht anders. Ich würde hier auch nicht mehr rauskommen.
Ich probiere mal nochmal, das kann ja nicht sein. Nö. Kann man das Ding benutzen und dann drin hechten? Nee, kann man nicht. Ja. Die Frage, die sich mir stellt, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Weil ich bin denn hier auch irgendwie... Wir fangen. Da oben sind Liane. Wie komme ich da ran? Nee. Also die Liane, die sagt mir eigentlich, dass ich da irgendwo hinkommen würde. Die Frage ist nur, wie komme ich da hoch? Hier? Sehr interessant. Wie komme ich da hin? Ein zweiter Tipp? Lol. Gut, nicht schlecht. Nicht schlecht? Aha. So, und nun? Hör mal auf, hier rumzuspringen. So, die muss mir jetzt bei dem Tor helfen. Hier. Ich halte fest, während du das Tor aufmachst. Was will sie denn festhalten? Das will die jetzt... Na, wenn ich das nicht schaffe. Bereit? Bin okay, schon durch. Lass jetzt los. Langsam! Ja, na klar! Langsam! Okay. Bisschen unrealistisch. Aber nur ein bisschen. Alter, hier in Deckung. Alter, der sollte da hinter dieser säulenartigen Erscheinung, sollte der in Deckung gehen. Naja. Oh. Sniper. Sniper. Ja, na klar. Ich glaube, ich werde mal den da oben erstmal. Noch mehr Sniper hier? Oh Mann. Puste den weg. So, mit wem fangen wir denn an? Ich würde sagen, mit dem. Okay, da ist noch ein Sniper. Das war's dann wohl. Feuer! Wir brauchen Verstärkung. Zurück! Warte, Moment, Moment, ich bin von hinten. Oh toll. Halt den Kopf unten. Da drüben sind sie. Hierher. Problem, da hinten gibt es keine Deckung. Bitte sehr. Hier gibt es eigentlich überhaupt keine Deckung. Den habe ich gut erwischt. Los geht's.
tot? Ja, beleidigt. Nee, der Sniper beleidigt jetzt garantiert nicht. Aber mit 5 Schuss. Gucken die weit. Mein, mein, mein. Oh, oh. Von wo waren sie? Hallo? Da hinten. Ich finde es total toll, dass sie von überall kommen, war. Das muss die Bibliothek sein. Dort drüben. Ja, wir können nicht durch den Haupteingang reinspazieren. Gehen wir anders rein und sehen uns um. Natürlich. Waren 100 Feinden hier. Das ist ja auch easy peasy. Wir hätten den da hinten erschossen. Waren wir hier schon mal? Naja. So, also hier sollten wir rein. Und wir kommen hier nicht rein. Sie jobbt in einer kleinen Bar auf den Philippinen. Mann, ihr Lächeln war zum Herzerweichen. Aber oh, ich schwör's euch, die war so gefährlich, wie sie heiß war, wenn man sie betrogen hat. Die war so winzig, bestimmt nicht größer als 1,50. Sie nannten sie den Kreisel. Bist du bald mal still, alter Mann? Die Geschichte haben wir schon 10-mal gehört. Ah ja, habt ja recht, Jungs. Muss wohl am Alter liegen. Warum zum Teufel brauchst du überhaupt so lang? Tja, ist dir vielleicht aufgefallen, dass die meisten Bücher halb verrottet sind? Und dazu auf Spanisch? Ja, ja, beeil dich. Der Boss wartet auf dich. Hey! Da oben! Oh, Mist.